Und dann geht es los. Moin Leute, herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play Happy Wheels. Mein Name ist Paluten und ich würde einfach mal sagen, starten wir mal hier mit Browse Levels. Moin Leute, nach langer, langer Zeit gibt es endlich mal wieder eine neue Folge von Zeitreise. Kurz zur Erklärung zu diesem kleinen Format. Das hatte ich vor circa einem Jahr ins Leben gerufen. Dort habe ich mir für gewöhnlich alte Minecraft PvP-Videos mit euch zusammen angeguckt. Und da waren echt ein paar krasse Szenen dabei. Und jetzt der nächste. Nein! Oh, snap. Hey, wir sind doch gar nicht warte, tot. Jetzt müssen wir hier rüberspringen. Hier läuft bei uns. Dang it! Hör auf zu brennen! Nein, 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 nein! Oh no! Nein. Bro! Da wir momentan ja vor der 700. Folge von Happy Wheels stehen, dachte ich mir, machen wir doch einfach mal hier einen kleinen Krimskrams in Sachen Happy Wheels. Und zwar gucken wir uns heute die erste Folge an. Bisschen ungewohnt für die Leute, die die sonstigen Zeitreisen kennen, denn ich fand das jetzt mal ganz lustig, nicht nur die Folge an sich so ein bisschen zu durchstöbern, wir werden jetzt nicht die vollen 15 Minuten uns reinziehen, denn das möchte ich euch wirklich nicht antun, denn ich habe ja schon mal gesagt, dass mein Kommentarstil bei dieser ersten Folge, wir sehen auch, deshalb habe ich das jetzt hier im Browser gemacht, damit wir auch hier direkt uns angucken können, wir sehen hier, veröffentlicht am 1.11.2012. Das bedeutet, dieses Video ist schon verdammt alt. Mein Kanal gibt es bald schon 3 Jahre. Also es ist wirklich nicht mehr lang hin. Das sind gerade nochmal 4 Monate circa. Und dann feiern wir hier Jubiläum. Und ja, man merkt einfach, wie sich der Kommentarstil im Laufe der Zeit verändert. In diesem Video gibt es übrigens keine Facecam. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn allein mein Kommentarstil, der müsste euch, der müsste jedem Let's Player auf diesem Planeten Mut machen. Also ich will ja nicht sagen, dass ich jetzt ein super toller Kommentator bin oder ein super toller Let's Player, aber ich weiß nur, dass dieser Let's Player, den ihr jetzt gleich hören werdet, auf jeden Fall am Anfang steht und noch nicht ganz genau weiß und hat eine schlechte Mikroqualität. Aber ich würde mal sagen, wir ziehen uns das jetzt erstmal so ein, zwei Minuten, hören wir uns das Ganze mal an. Dementsprechend mache ich das Ganze mal ein bisschen lauter und dann geht es los. Moin Leute, herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play Happy Wheels. Mein Name ist Paluten und ich würde einfach mal sagen, starten wir mal hier mit Browse Levels. Ich habe das schon mal sortiert nach hochgeladen heute und also da kommt Rating. Kurz Werbung von da unten hoch. Awesome, don't move. Also ich bin kein Fan von diesen don't move. Ja, war ich schon damals Levels, nicht. Deshalb würde ich mal sagen, nehmen wir Halloween Special. Oh, Alter, der ist aber ein bisschen laut hier gerade, der Ingame-Sound. Das passt auch. So, das sieht doch hier schon mal ganz schick aus. Halloween, ein paar Fledermäuse. Passiert doch gleich. Okay, ich dachte eigentlich, dass er uns jetzt irgendwie den Kopf abschlägt, beziehungsweise es zumindest versucht. Irgendwie traue ich dem Braten hier nicht. Vor allen Dingen. Oh, das war jetzt gruselig. Ich habe die Maus, die da in dem Bildschirm ist, die ist noch von der alten Aufnahme. Guck mal. Okay, Victory. Weil meine kommt hier von der Seite rein. Spektakulär. Obwohl das Level sah ja schön aus. War ja ein paar schöne Effekte dabei. Gut. Das hört sich so richtig unmotiviert an. Murderous ich habe da einfach meinen Kommentarstil noch nicht gefunden. First obstacle course. Hope you guys like it. Rate for support. Peace. Gut. Nehmen wir mal den Typen auf dem Segway. Ich mach das da oben mal ein bisschen weg hier. Warte. Zick. Good jump. Perfekt. Das Glas nur ein bisschen kaputt gemacht. Oh shit. Da! Ah. Murderous Old Man Kicks. Okay. Tötet uns nicht! Cool. Wir haben uns nicht getötet. Oh nein. Dieser Ingame-Sound so laut ist. Wir sind noch auf dem Segway. Das hat uns nur unsere Beine gekostet. Ich mach mal ganz kurz hier eine kurze Pause. Das finde ich irgendwie cool, wie ich das gerade aufnehme, weil das irgendwie so mega direkt ist. Ja, man merkt schon, der Ingame-Sound ist viel zu laut und ich bin auch, ja, vielleicht schon eher so ein bisschen zurückhaltend, kann man sagen. Und es ist halt ungewohnt. Der Mauscursor hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Guck mal, meiner, den ich gerade hier aktiv habe, das ist der hier. Ich weiß gar nicht, ob der tatsächlich auf der Aufnahme landen wird. Ich glaube sogar nicht, weil ich das eigentlich für gewöhnlich ausgestellt habe. Aber hier, der eine Mausbrowser, der da einfach drin ist, der chillt da. Das habe ich einfach damals vergessen. Aber ich würde mal sagen, wir könnten ja mal weiter. Hier gibt es zum Beispiel ein Impossible. Wir müssen scheinbar nur uns einfach hier schön an der Kante aufhalten und dann werden die schon ausgelöst.
Aber das ist wieder sehr an der Kante. Ja, oh. Oh, oh, da habe ich den Oh. Damn it. Oh nee, ey. Müssen hier an die Kante. Oh, die alten Folgen, ey. So mit einem kleinen Sprung nur. Ja, kleiner Sprung. Nummer 1. Nein, warte. Ha! Wuhu! Jetzt bloß nicht mehr drauf gehen. Ganz ruhig, ja, ganz es ruhig. Das sollte eigentlich nicht mehr passieren. Jump. Und Victory! Jawohl! Da ist das Ding! Exit to main menu. Slides and errors. If you make a replay, please leave a comment telling me how this level was. Good luck! Dankeschön. Ja, der Typ auf dem Segway, der ist immer gut. Der ist der Beste. Nein, oh, ich wollte doch springen. Nein. Restart Level. Super motiviert. Ich möchte hier nochmal weiter gucken. Ah, stimmt, hier gab es eine nette Szene. Da gab es hier, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Da hat er mir einen derben Body Slam gegeben. Da hatte ich immer so ein paar Probleme mit diesem Level. Da stand auch, glaube ich, immer in den Kommentaren drin. Okay. Jetzt kommt er wieder. Weil der hat immer so, zack, genau, der hat einen immer so abgestochen. Aber jetzt leben wir noch. Er steckt zwar in uns drin, aber. Oh, Mensch. Woran hängt der denn noch? An der Sehne? Ja, guck mal, diese Kürbisse! Das sieht echt ein bisschen strange aus. Vor allen Dingen, dass du nur noch so eine kleine Mini-Sehne, die da so ein bisschen dranhängt. Was wird's los? Gibt's denn hier auch mal ein Victory? Vor allen Dingen, der hängt da ja immer noch. Go in the hole. Nein! Oh mein Gott. Er läuft bei mir. Oh, oh man. Mann. Ja, gut. Der kann ja nicht wahr sein, Peter. Warte. Was war denn da los? Was haben wir denn hier noch so in der Timeline? Nein, andere. Oh, ich muss mir unbedingt auch gleich mal. Ich wüsste gerne, wie ich mich damals verabschiedet habe. Er darf uns hier wahrscheinlich einfach nur nicht am Kopf treffen. Ja. Und wieder. Stich, dann überleben wir das. Und vielleicht schaffen der wir es. Der tötet uns doch gleich wieder. Komm schon. Irgendwo müssen wir es doch schaffen, deine anzubringen. Nee, das wird jetzt. Es kommt doch der andere wieder. Ich sage, wir werden wieder sterben. Die Szene kenne ich jetzt nicht mehr wirklich. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Oh Mann, einfach mal. Nein. Oh, hier müssen wir jetzt kommt der nämlich wieder von vorne. Dieses Lochbein. Oh, nein. Ja, gut. Verdammt. Toll. Passiert gar nichts. Aber ja, und ich restarte das sogar nochmal. Ich würde mir jetzt ganz gerne nochmal hier die anderen Level angucken. Paul ist immer und kurz zur Erklärung. Ihr könnt euch das natürlich selber noch angucken. Ich werde die Folge unten in der Videobeschreibung verlinken für die jetzt sagen, oh, ich möchte mir doch alles hier angucken. Ich denke, die 15-Minuten-Folge komplett anzuschauen, würde jetzt den Rahmen ein wenig sprengen. Das ist wirklich, ich schäme mich auch so ein bisschen für die Folge. Guck mal damals, oh. Dieses Mal so. Da kann ich scheinbar noch nicht mal PewDiePie oder so. Sonst wäre mir das doch aufgefallen mit PewDie. Den kann ich damals tatsächlich, glaube ich, nicht. Nein, weil ich habe immer Tobaskis geguckt. Falls jemand den kennt, also Toby Games. Dran. Ja, gut. Das hat der Typ vor uns schon erledigt und dann. Wee-hoo! Oh mein Gott! Also, ja. Wee-hoo! Come no closer. Vielleicht müssen wir. Jetzt sterbe ich gleich. Wir müssen nur jetzt weggehen. Yo! Top. Läuft vielleicht bei ihm! Wir haben jetzt ja gleich das Glück, dass er wieder in diesen finalen Boss gefallen ist. Okay. Oh. Ja, der ich Sohn, verkack Sohn, das bestimmt. Du hast es verdient, definitiv. Denn guck mal, selbst damals mochten wir den Sohn noch nicht. Und jetzt kommen wir ins Ziel und feiern. Yes! Da haben wir richtig souverän den Victory geholt. So, nächstes. Was hab ich denn da noch? War Items ist im Essen. Ehrlich, wenn das noch länger wird, dann kostet das uns. Was ist denn da? Coconuts. Das waren damals aber echt nicht so coole Level. Ich weiß gar nicht, nach was ich da sortiert habe. Thanks for playing my other level. Oh, da gab's nicht mal ein Victory. Okay. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wenn wir hier direkt zum Anfang springen. Nee, ich möchte gerne zum Anfang. Da habe ich nach Today und Rating. Obwohl, da wurden auch schon Level 20.000 Mal gespielt. Das geht eigentlich durch. So, zum Abschluss wollte ich jetzt eigentlich noch mal ein paar Kommentare lesen. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal hier, vor 5 Monaten. Ich würde ganz gern so einen ganz alten Kommentar lesen. Bin wegen der 600. Folge hier, vor 2 Monaten, vor 5. Da muss es doch irgendwas vor 2 Jahren noch geben, was da als Top-Comment oder so noch steht. Vor 2 Wochen? Alter, dass sich noch so viele die Folgen überhaupt angucken. Das ist richtig crank.
Bin wegen Denas Mark-Folge hier. Warte mal, dann sollten wir vielleicht, wie viele Kommentare? Okay, 590, dann machen wir neueste zuerst. Oh, guck mal hier vor zwei. Noel Marie Mehmedov. Aber wie, uns interessiert ja mehr. Das waren noch Zeiten, schreibt einer. So, was haben wir hier noch? Der ist so dumm. Der muss nach hinten fallen. Oh, guck mal, da werde ich geflamed. Mal gucken, gibt es hier noch mehr Flame-Kommentare? Voll der Unterschied. Louis, da gebe ich dir recht. Der Sound des Victories dort so laut. Ja, das stimmt. Die ist wirklich immer sehr, sehr laut. Vor 3 Monaten. Alter Schwede, vor 4. Schauen wir mal, vor 5. Ich würde ganz gern... Krass, das Gameplay ist 2 Jahre alt und mittlerweile hast du schon die 500. Folge. Ja, da vor 2 Jahren. Mal gucken. Was ist für... was gibt es für Rotzspiele im lustigen Sinne? Oh, guck mal, da habe ich sogar geantwortet. Ja, ein wenig, aber nach mittlerweile 160 Parts habe ich das in den Griff bekommen. Okay. Diesmal schaffen wir das, ich bin mir ziemlich sicher. Oh, das sind die voll in den Arsch. Welchen PC benutzt du? Ja, damals habe ich noch einen alten oder einen komplett anderen PC benutzt. Wie nimmt man Happy Wheels auf? Geile Quali. Hey, ich hatte damals eben nur so ein relativ schlechtes Mikro. Oh, hat da jemand Schnarch geschrieben? Nee. Guten Tag, Paluten, ich höre nicht dein Betrübt. Was? Paluten, du Loser, du musst am Anfang auf den Baumstamm fahren. Oder hat mich Loser genannt? So wie du aussiehst, solltest du überlegen, wer der Loser ist. Oh, da wird wieder geflamed. Meine Damen und Herren, bevor hier noch zu viel geflamed wird, mal eine extravagante Folge der Zeitreise. Ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also bei Minecraft werde ich das definitiv immer so ein bisschen anders machen, sodass wir dann die Folge meistens so ein bisschen durchgucken. Aber bei Happy Wheels, denke ich, war das so einfach am besten, zumal es hier auch gar keine Facecam etc. gab. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Falls ihr auch mehr davon sehen wollt, auch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da lassen. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.